Hallöchen und herzlich willkommen hier beim FIFA Let's Play. Und es ist sogar ein Let's Play Together mit niemandem geringeren als dem Herrn Viande. Ja, hallöchen, da sind wir. Ja, wir spielen FIFA 12, weil jetzt die EM vor der Tür steht, haben wir uns gedacht, wir spielen die deutschen Spiele von der Vorrunde hoffentlich bis zum Titel. Richtig, genau. Also wir spielen nicht die komplette UEFA Euro 2012 durch mit diesem Erweiterungspack, weil dazu sind wir zu geizig und in dem Fall machen wir... Wir haben das Geld einfach nicht. Wir haben das Geld. Wir sind einfach zu arm. Wir sind zu arm. So sieht's aus. Ja, und deswegen hören wir auch auf zu reden, weil reden kostet Geld, weil wir müssen eigentlich arbeiten gehen auf den Baumwollfeldern. So, im Tor bei den Deutschen Manuel Neuer natürlich, rechts dann Hövedes, in der Innenverteidigung Mertesacker und Hummels, links als Stammkraft natürlich Lahm. Im defensiven Mittelfeld haben wir Khedira gesetzt, da ja Schweinsteiger noch ein wenig angeschlagen ist zurzeit. Auf der rechten Seite Müller, im zentralen Mittelfeld Kroos und Özil, auf der linken Mittelfeldseite Podolski und im Sturm dann Klose. Ja, die portugiesische Seite, ich hasse spanische Namen, im Tor steht Rui Patricio. Die Verteidigung mit Pereira, Alves, Pepe und Contreau. Im Mittelfeld Moutinho, Mikael und Mireles und im Sturm, sehr stark besetzt muss ich sagen, mit Nani und Cristiano Ronaldo. Mit Nani und Cristiano Ronaldo auf den Flügeln und zentral Helder Postinga. Gut, und ich denke, wir quatschen gar nicht viel drumherum, sondern starten einfach das Spiel und erzählen den Rest einfach parallel. So, ich stehe im Tor. So. Ich darf anlaufen, ist ja schön. Wollen wir nochmal sehen. Mit wem spiele ich denn? Wie er ihn in den Winkel setzt. Wunderbar. Wahnsinn, mit dem Philipp. Schöne Sache. Ja. Schön in den Winkel. Muss ich sagen. Machen wir noch einen, oder? Ja, einen noch und dann wollen wir mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal einen zu halten zur Abwechslung. So. Oh, jetzt macht er hier den Überschlag jetzt. Oh! Und da ist der Neuer zur Stelle. Ja, ich wollte dir auch eine Chance geben. Ja, das ist natürlich ganz nett. So. Ja, dann starten wir. Dann starten wir einfach mal das Spiel. So, dann wollen wir mal sehen. Ja. Deutschland, hier sehen wir Özil auf Klose. Wahnsinn, also erstes Vorrundenspiel. Ich bin schon auch echt gespannt, wie es wird. Auch jetzt in der richtigen Europameisterschaft. Es ist ja eine Hammergruppe, muss man sagen. Oh ja, oh ja. Und es ist kein internes Testspiel, internationales Testspiel. So, lassen wir das jetzt hier durchlaufen. Mit den ganzen, na gut, kann man ja einmal machen. Ja, muss man nämlich immer machen. Kann man machen. Was man noch sagen muss, es ist natürlich sowieso recht spannend, weil die Testspiele vorher, die waren nicht unbedingt überzeugend, will ich mal sagen. Nee, das stimmt. Also gegen die Schweiz, das war wirklich unterste Kanone. Ja. Also auch, ist das jetzt keine Hymne? Ich weiß nicht. Ach so. Weil es die komischen Portugiesen sind, die haben keine. Nee, und ich muss auch sagen, also gut gegen die Schweiz, das war auch, was war das für eine Aufstellung? Traurig. Ich meine, die ganzen Bayern weg, da kann man auch nichts erwarten. Und es ist ja auch nicht schlimm. Frank Buschmann und Manni Bröckmann sind übrigens nicht dabei, sondern wir kommentieren das heute, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich bin Manni Bröckmann. Und ich bin Buschi. Oder so. Hier oder sehen wir so. Doch mal die Aufstellung. ja, die klassische deutsche Aufstellung. Genau. Podolski links auf den Flügeln. Die Portugiesen habe ich gerade mal übersprungen aus Versehen. Ja, bla. Ja. So, dann geht das Spiel auch schon los. Wir spielen ja, natürlich auf Profi, ist ja Ehrensache. Wer weiß, vielleicht steigern wir das ja dann noch. Ja, und man sieht direkt, die Portugiesen sehr offensiv hier ausgerichtet, gehen natürlich offensiv drauf. Da drauf. Und da, ja, da stehen sie einfach auch auf dem Flügel. Mit Nani besetzt. Auf der anderen Seite Cristiano Ronaldo. Und da stehen sie schon frei. Wie frei kann der denn da vorne also, stehen? Was ist das denn? Da ist ja schon wieder, ne? Die deutsche Abwehr. Ähnelt der Schweiz, muss ich sagen. Also ähnelt dem Spiel gegen die Schweiz. So. Die Abwehr völlig überfordert. Hier schon in der dritten Minute ist der Torschuss gefallen, wenn ich mich. Und ein total schlampiger Pass. Ja, gar nicht gut gemacht. So. Kriegst du den? Ich versuche hier oben. Oh, da steckt er durch. Da ist er schon voll. Und da steht es schon 1-0. Ronaldo, ja gut, aber wenn Ronaldo zuschlägt, dann ist der Ball auch meistens. Ja, also Neuer nicht viel machen. Und jetzt sind wir natürlich direkt sehr im Hintertreffen hier und müssen deutlich nach vorne agieren. Man muss aber auch wirklich sagen, wir haben noch gar nicht mal so häufig miteinander gespielt, gegeneinander schon gar nicht mal so. Nee, eigentlich auch gar nicht. Also oft. Aber also eigentlich nicht viel. Also miteinander sind wir eigentlich überhaupt nicht geübt, um es damit so auszudrücken. Und ich will den da unten haben. Wo ist? Ach, da ist er jetzt. Keine Idee, jetzt bin ich noch ein bisschen hier. Boah, da stecken sie schon wieder hier im Strafraum, aber das war doch. War das nicht abseits? Ich meine aber auch. Der Herr Ronaldo stand da doch ganz eindeutig. Der hat sich da einen Gaffin getrunken. Ich gehe mal an der Linie entlang. Ach so, oh ja, in der anderen Linie. Nee, doch, ja, das ist fast Linie. So. Schöner Ball. Ich geh mal wieder zurück. Oder so.
So, jetzt. Oh. Ah, ein Stück zu kurz. Ein ganz kleines Stück, aber. Ich dachte, ich muss den noch anzünden, aber. So, jetzt hier nicht wieder die Abwehr uns hier überlaufen lassen von dem schnellen Sturm der Portugiesen. Ich geh drauf. Ja, ich versuche. Oh, ah. Da dribbelt er wieder. Und dann, ja, aber da ist die Rachel hier. Gut gemacht, jetzt hier groß im Ballbesitz, rüber auf Podolski, der sehr weit zurückgerückt ist, muss man sagen. Was aber auch echt nötig ist, und jetzt kommt und hier jetzt der Konter über Lahm. Aber läuft nicht mehr viel Power. Ja doch, nee, der ist schon fast gar nicht mal so ausgebaut. So, jetzt wenn jetzt hier die Flanke kommt, die hohe Flanke, aber das gibt eine Ecke, das gibt immer die Ecke, die erste Ecke des Spiels. So, ich versuche die mal. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Schön rein zu zirkeln hier vielleicht. Ah, die war zu kurz, die war zu kurz. Oh, die war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Na, muss man wirklich sagen. Wer war das? Das also war Mertesacker. Mertesacker, der Riese, kommt da schon gut dran an den Ball. Aber... Ja, aber da kann man nichts machen. Und es war knapp. Auch gar nicht mal so gefährlich, wie wir gerade gebrüllt haben. Nee, aber das Adrenalin. Ja, wir sind total euphorisch. Ich meine, das ist die EM und... Ja, also das ist schon Wahnsinn. So. Jetzt aber wieder Konzentration bei der Sache. Podolski jetzt über den Flügel runter auf Özil, der dann wieder durchsteckt auf Podolski. Aber das war aber was faul. Ja, ich meine so, auch. Ich meine. Sogar so ganz fair war das jetzt, aber nicht. Nee, möchte ich mal fallen. Er geht nur drauf. Ich gehe. Ja. Oh, da hat er mich verarscht. Aber schön gemacht. Schön. Der Hummels Innenverteidigung hat sich jetzt ja mittlerweile gemausert. Da gut nach oben gearbeitet. Der hat es auch vor ein paar Tagen erst seinen Vertrag verlängert. Ne? Ja, 2017. Bis 2017 habe ich gelesen. Ne? So sieht's aus. Ja. Finde ich richtig. Dortmund, ein tolles Team. Die sind auf jeden Fall nicht nur auf einem guten Weg, sondern sind fast am Ziel, muss man sagen. Ja, also da fehlt wirklich nur noch die internationale Erfahrung in Bezug auf Europa League, Champions League etc. Die ist einfach noch nicht da. So. Hummels, das war wieder Hummels, gar nicht, ne? So, jetzt in den Sturm da runter. Aber der war gar nicht mal schlecht. Der war gar nicht mal schlecht. Wenn er jetzt angreift, noch einmal. Ah, der ist abseits. Schuss. Das war schade. Ich meine, da wurde ich ja noch gestört. Aber ich weiß es nicht. Schade, das wäre sogar auf jeden Fall, wir werden besser, es ist besser als die ersten 2 Minuten. Muss man sagen, also am Anfang gut, da waren wir ein bisschen raus, das muss man eigentlich einfach sagen. Da waren wir noch nicht drin, Ja. So ist es nämlich, rein, raus und so. Oh, da der ist das war, Schuss, das aber war, der war, das war der fast war schon Verzweiflung. Ja, das kann man nicht anders deuten als Verzweiflung. Okay, ich tue mal das rechts. Gar nicht mal so schlecht. Mertesacker wieder. Ja, der hat die Übersicht, der passt jetzt auf. Der passt auf und da unten steht doch schon der Müller bereit. Bisschen im Abseits sogar. Guck mal, hier ist der Mertesacker. Und das war ein Foul. Aber das war ganz klar. Das war einfach nur weggeblockt. Ja. Da muss man einfach. So. Hier, ich lauf. Komm, in den Lauf. Nee, warte, ich versuche mal was. So, guck mal hier. Der ist gar nicht mal. Ah! Hätte ein Stück weiter gemusst. So, kannst du den. Ich dachte, der geht gleich drauf. Oh. Schön. Zu zweit. Gestört. Mit dem Pär. Ja, und dann erstmal schon den Pierre anspielen. So. Jetzt wollen wir mal hier 36. Minute. Die deutschen Fans sind schon langsam sehr leise geworden, muss man sagen. Haben auch schon Angst, dass es hier im ersten Vorrundenspiel direkt die Klatsche gibt. Na gut, eine Klatsche. Nee, sie haben die Angst. Die Befürchtung, dass es so geht. Aber so langsam finden wir doch ein Spiel, außer dass ich hier gerade verwirrt durch die Gegend gelaufen bin und nicht den Ball getroffen habe. Was ist das denn? So, ja, aber doch, der Hummels. Der Hummels, der überzeugt mich in dieser ersten Tag. Guck mal oben. Schön, der Özil. Der Özil ist schnell. Ich bring mich mal hinter den Ball. Jetzt. Ah, da war zu spät. Da war ich zu spät. Da rennt er mit dem Fuß noch in den Kopf von Patricio rein. Aber das ist nicht schlimm, das kann man mal machen zwischendurch. Da kann man auch mal schön den Kopf abtrennen, wenn man will. Hat man ja schon oft das gehabt. Vor allem bei Portugiesen, ich meine. Ja, komm. Es sind halt nur Portugiesen. Also, nein, ich habe jetzt nichts gegen Portugiesen, also muss man jetzt. Ich meine. Es sind. Auch Spanier, ne? Ich meine. Es sind ja irgendwo fast Spanier, also so halbe Spanier. Also die haben eine halbe Persönlichkeit. Das war ganz schön. Der Pass war schon gar nicht mal gut. Ich meine, die haben auch kein Geld und wenn die jetzt mal Geld von uns bekommen, also. Ach, so wie alle irgendwie Geld von uns bekommen. Ja, das ist Wahnsinn. Nee, wir haben ja Geld so viel. Ich meine, wir können uns doch nicht mal. Oh, das war der falsche Ball. Wir können uns nicht mal die FIFA-Erweiterung leisten, aber wir haben ja Geld genug für Portugiesen und Griechenland und Irland und Iren. Die Irren wieder mal. Die sind gar nicht mal dabei bei der EM, habe ich gehört. Nein. Oh, das war schon auch die Türkei nicht. Halbzeit für. Ja, die Türkei natürlich nicht. So, Halbzeit. Nehmen wir denn ein paar Auswechslungen vor oder lassen wir das so stehen hier? Ich würde sagen, wir gucken mal, wie unsere Spieler so aufgestellt sind. Hier sehen wir, glaube ich, das 1-0. Ja, das wollen wir nicht nochmal sehen, da mache ich weg hier. Guck wir sehen, ja. Doch, Schüsse aufs Tor, 0. Ist schon Wahnsinn. So, gehen wir mal zurück, guck mal hier mal.